Also für mich ist eigentlich sehr vieles vorstellbar, aber ich mag diese Diskussion nicht, können wir mit der FPÖ oder nicht. Der entscheidende Punkt ist doch, was stellen wir dar? Wenn wir zum Beispiel ein Parteiprogramm haben, in dem wir zum Beispiel die Würde des Menschen und die Achtung vor dem Individuum und die Menschenrechte da ganz groß schreiben, dann kann ich mit den derzeitigen Politiken der FPÖ in diesen Bereichen gar nichts anfangen. Da gibt es keine Schnittmengen. Mhm. Und ich finde es vollkommen falsch, was da im Burgenland passiert ist und was eine Koalition gemacht hat. Und wir haben es auch gesehen. Wir haben, ich glaube, der Kandidat der Freiheitlichen hat nirgends mehr Stimmen gemacht bei der Bundespräsidentenwahl als im Burgenland. Das ist, hier lässt man die Leute allein mit Ängsten und mit den Angstmachern. Also, aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist immer, Sie merken sie, wer sind wir, was wollen wir? Und nachdem wir das geklärt haben, können wir darüber nachdenken, wer, mit wem geht es sich aus, mit wem könnte man, mit wem sollte man, ohne dass wir wirklich bei jeder Kompromissbereitschaft, aber ohne dass wir eigentlich den Kern unseres Wesens verlieren.